glaube, die wenigsten Leute wissen, was auf sie zukommt oder PhD-Studenten, wenn sie mit ihrem Projekt anfangen. Und das ist natürlich auch irgendwie der Reiz von Forschung, dass man es eben nicht genau weiß. Ich habe es auch nicht gewusst. Die afrikanische Schlafkrankheit ist eine parasitäre Erkrankung. Das sind einzellige Parasiten, die mit dem Biss der Tsetsefliege übertragen werden. Und diese Parasiten leben im Blutstrom ihres Wirts. Also das kann zum Beispiel ein Mensch sein oder auch Rinder. Die Trypanosomen schwimmen quasi im Blutstrom und dort sind sie natürlich sichtbar für das Immunsystem. Und der Trypanosom kann eben einen kleinen Trick anwenden. Während die Population an Trypanosomen im Blutstrom wächst, wechseln einige von ihnen ihr Oberflächenantigen. Das bedeutet, dass das Immunsystem immer nur einen Teil der Parasiten erkennt und eliminiert und ein Teil vermehrt sich quasi weiter im Blutstrom. In dem Fall ist es so, dass es bisher wenig Behandlungsmöglichkeiten gibt gegen die afrikanische Schlafkrankheit, sodass sie eigentlich, wenn sie nicht behandelt wird, tödlich endet. Der Auftrag meiner Doktorarbeit fing quasi einfach erstmal nur damit an, HIC in Trypanosomen zu etablieren. Und das fand ich total reizvoll. Also mir hat die Technik gut gefallen. Mir hat das, ja, diese Konzepte von der DNA-Faltung hat mich sehr gereizt. Und so habe ich damit erstmal einfach angefangen und habe damit auch nicht gerechnet, naiverweise, dass es so informationslastig werden würde. Also die größte Herausforderung für mich persönlich war jetzt, dass zum Beispiel, nachdem wir die ersten HIC-Experimente geschafft haben, was ja schon mal eine Weile gebraucht hat, dann zu sehen, dass unser Genom nicht vollständig war. Da bin ich zum ersten Mal so ins Stocken gekommen und habe gedacht, okay, wow. Und die Assemblierung des Genoms war nochmal ein vollständiges, großes Projekt für sich, was Raoul da dann in Angriff genommen hat. Und mit ihm zusammen haben wir dann eben diese Puzzleteile Rücken an Rücken sortiert und tatsächlich das Genom hin und her geschoben, bis sich daraus ein gutes Bild ergeben hat. Ja, und dann eben letztendlich, als wir dann die Daten hatten darüber, wie oft, also über die Interaktionsfrequenzen im Zellkern, dann steht man wieder da und denkt sich, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Wir hatten einen stetig wachsenden Datenberg, den wir jonglieren mussten. Und ja, in dem Moment kam eben Konrad Förstner zu dem Projekt hinzu. Und er hat uns eben geholfen, eine komplette Pipeline zur Analyse dieser HIC-Daten eben aufzubauen. Und in dem Fall ist es eben wichtig, dass man zusammenarbeitet, dass verschiedene Disziplinen zusammenkommen und auch offen sind eben für die Felder. Und in dem Fall war es eben wirklich so, dass also wirklich Konrad neben mir gesessen hat und ich habe ihm das biologische Problem erklärt und er hat mir gesagt, was er machen kann am Computer. Und so haben wir wirklich ja, einfach diskutiert, wie machen wir es jetzt, wie machen wir daraus eine Pipeline sozusagen. Das war einfach richtig gut. Es ist sehr häufig, dass Forschende Daten generieren und dann im Laufe der Projekte feststellen, dass sie die Daten nicht wirklich gut handhaben können, dass sie nochmal Expertisen brauchen. Und da sind wir als ZBMed natürlich ein wichtiger Ansprechpartner oder können Lösungen entsprechend liefern. Das heißt, dass man sich individuell zusammensetzt, das anschaut und guckt, was kann man denn machen. Manchmal gibt es da Lösungen von der Stange. In dem Fall mussten wir natürlich ganz viel selber bauen und das ist natürlich auch Teil unserer Aufgabe hier. Diese HIC-Daten sind natürlich auch ein schönes Beispiel für Omics-Daten, die in der Biologie jetzt einfach ganz enorm genutzt werden. In dem Fall, muss man sagen, durch diese sehr, sehr neue Art und Weise, sie zu nutzen, mussten auch neue Methoden entwickelt werden. Und das ging natürlich nur im Zusammenspiel von BiologInnen und BioinformatikerInnen, also sozusagen Laura und mir. Und das war natürlich auch super spannend. Es hat natürlich erstmal eine Weile gedauert, bis ich das biologische Problem verstanden habe und das dann in ein bioinformatisches Lösungskonzept übersetzen konnte. Laura war da natürlich super hilfreich und auch sehr geduldig mit mir. Die Gruppe von Nikolai Siegel hat auch im Vorfeld schon von mir auch Training erhalten. Das heißt, wir haben dort auch in der Data Literacy gearbeitet. Das heißt, sie können mit der Unix Shell ein wenig umgehen und haben einfach eine Perspektive, die hier sehr hilfreich war. Und das heißt, wir hatten eine gemeinsame Sprache und konnten deshalb auch sehr effizient an Lösungen arbeiten. Das hat dem Projekt, denke ich, auch enorm geholfen. Und besonders Laura war auch immer sehr interessiert daran. Und ich denke, das hat auch zum Erfolg hier definitiv beigetragen. Solche Informationsinfrastruktureinrichtungen wie ZBMed sind an dieser Stelle
unentbehrlich, weil sie eben die Lücke schließen können zwischen der Arbeit, die an der Bench gemacht werden auf der einen Seite und dann eben der Datenanalyse auf der anderen Seite. Also aus den Daten, die wir eben als Wissenschaftler produzieren, letztendlich korrekte Schlüsse zu ziehen. Zum Beispiel solche Arbeiten wie diese hier, da ist ein Unmengen großer Datensatz dahinter, der natürlich auch nicht einfach so im Universum verpuffen sollte. Genau bei solchen Datenanalysen können wir unterstützen, können wir helfen. Das ist ganz unterschiedlicher Art und Weise, tatsächlich bei der Entwicklung von neuen Pipelines, so wie wir das auch in diesem Projekt gemacht haben, aber natürlich auch bei der Publikation der Daten und der Software im Nachhinein. Das ist, denke ich, auch unsere Aufgabe hier bei ZBMed und unser Beitrag für die Forschungsgemeinschaft. Besonders bei solchen Projekten, die wirklich cutting edge sind, wo ganz neue Daten genutzt werden und ganz, ja, neuen Nischen eigentlich angesetzt werden, ist es wichtig, dass man genauso zusammenarbeitet. Das heißt, man hat eine biologische Perspektive, man hat eine bioinformatische Perspektive und versucht daraus ein, ja, gemeinsames Lösungskonzept zu entwickeln und das dann auch zu implementieren. Und das war hier einfach ein super Beispiel, wie das ablaufen kann.